Jesus bereitet gerade eine Wohnung für dich vor. Für dich allein. Niemand außer dir kann diese Wohnung füllen. Dezember 2003. Die letzten Tage und Wochen vergingen wie eine Ewigkeit für den 6-jährigen Jungen, dessen Alltag aus Spielen und der Baustelle in seinem Kinderzimmer bestand. Seit dem Tag, an dem er mit seiner Mutter vor einigen Wochen in der nahegelegenen Stadt im Eddies Kinderland im Spielwarengeschäft seiner Wahl war und er dort den großen gelben Playmobil-Kran gesehen hat, verging die Zeit überhaupt nicht. Er war dort mit seiner Mutter und er sagte zu ihr: Mama, wäre es nicht möglich, bald ist Weihnachten, wäre es nicht möglich, diesen Kran zu bekommen? Die Zeit verging nicht. Was er nicht wusste, ist, dass seine Mutter sich wirklich darum bemüht hat, diesen Kran zu besorgen. Und so ist sie in den Eddies Spielerland, aber auch in alle anderen Spielwarengeschäfte, die sie in der Nähe fand, gegangen. Das Problem, kein einziges Geschäft hatte mehr diesen Kran. Restlos ausverkauft. Sie machte sich sogar die Mühe, ans Telefon zu gehen und andere Filialen in der Umgebung anzurufen. Wäre es denn möglich, noch einen dieser Krane zu bestellen, um ihn rechtzeitig noch zu bekommen? Fehlanzeige. Von all dem kriegt der Junge nichts mit. Doch eine Idee hat sie. In der 80 Kilometer entfernten Stadt, in der sie auch als Familie das Weihnachtsfest verbringen wollen, da gibt es doch noch einen Laden. Ich rufe dort an. Und in der Tat, sie kann einen dieser Krane hinterlegen und abholen. Eine Sehnsucht zu haben, sodass die Tage überhaupt nicht vorbeigehen. Hattest du das schon mal? Ich weiß, in diesem Kind hat sich diese Geschichte ins Herz gebrannt. Denn als sie dann endlich am ersten Weihnachtsfeiertag zusammenkam und er hineinkommt und auf dem Tisch ein großes Paket sieht, da strahlen die Augen schon. Und er packt es aus und der 6-jährige Philipp ist überglücklich, seinen gelben Kran zu bekommen. Es mag nach einem banalen Wunsch klingen und auch wenn ich mich zurückerinnere, es ist es auch, ja. Und trotzdem hat es sich so sehr in mein Herz, in mein Gedächtnis eingebrannt. Was ist ein Wunsch? Ein Wunsch ist per Definition ein Sehnen nach etwas, das man entbehrt, beziehungsweise die Hoffnung auf baldige Hinzufügung von etwas Fehlendem. Wenn ihr euch an eine Sehnsucht, an einen Wunsch, an ein Bedürfnis, das euch betrifft, nachdenkt, was fällt euch ein? Ich möchte, dass ihr jetzt aktiv werdet. Und zwar dreht euch mal zu eurem Nachbarn nach links oder rechts und ihr bekommt jetzt 1-2 Minuten Zeit von mir, euch mit dieser Frage zu beschäftigen. Was ist dein größter Wunsch? Was ist dein größter Wunsch? Und wenn du im Livestream dabei bist, so lade ich dich ein, denk vielleicht auch über diese Frage nach und schreib es in den Live-Chat. Vielleicht werden die anderen sich auch dazu äußern und ihr kommt so ein bisschen in den Austausch. Jetzt bin ich gespannt und ich bin ausgerüstet. Ich möchte nämlich, oder wir wollen wissen, was sind eure größten Sehnsüchte? Was ist dein größter Wunsch? Okay, ich komme jetzt einfach mal zu euch. Und Lukas, was ist deine größte Sehnsucht? Also meine größte Sehnsucht ist, dass ich eine Ehe führen kann,
die zum einen uns erfüllt und Gott die Ehre gibt. Dankeschön. Noch Freiwillige? Ansonsten komme ich einfach. Okay. Was ist deine größte Sehnsucht? Ich möchte im Garten Eden leben und mit Jesus dort spazieren gehen. Und bis dorthin möchte ich mehr Zeit haben, meinen eigenen Garten ein bisschen schöner zu machen. Danke dir. Okay, noch eine Sehnsucht. Leonie. Mein Leben sinnvoll einzusetzen. Dankeschön. Meine Sehnsucht ist, dass Jesus bald kommt und wir nach Hause gehen. Amen. Danke für eure Antworten. Diese Frage ist auch das Institut für Jugendkulturforschung nachgegangen. Und zwar haben sie sich zur Aufgabe gemacht, über 1000 Jugendliche im Alter von 16 bis 29 Jahren zu befragen, was ist dein größter Wunsch für die Zukunft dieser Welt? Wir wollen mal zusammen anschauen, was sie dort genannt haben. An höchster Stelle mit über 50% der Ergebnisse waren günstigeres Wohnen, Erhöhung der Gehälter, günstigere Lebensmittel, mehr Maßnahmen gegen den Klimawandel, mehr Rechte für Tiere und deren Wohl, erneuerbare Energien ausbauen, bessere Arbeitsbedingungen, weltweite Abschaffung von Atomwaffen, Armutsbekämpfung, mehr Jobmöglichkeiten und. Wir wollen diese Punkte einmal wie folgt festhalten. Denn die sollen gleich noch wichtig werden. Wir wollen jetzt zusammen die Bibel aufschlagen, denn die Bibel spricht auch von Sehnsüchten. Schlagt bitte mit mir Psalm 84 und dort Vers 3 auf. Psalm 84 und dort Vers 3. Dort heißt es, ich sehne mich, ja, ich vergehe vor Sehnsüchte. Es versehnsucht, die Vorhöfe des Herrn zu betreten, wo ich den lebendigen Gott mit frohem Herzen anbeten will. Begegnungen mit dem Herrn waren schon in der Bibel immer die größten Momente. Egal ob Adam, als er im Garten Eden war. Egal ob Abraham, der den Ruf bekommen hat, aus Ur in Chaldea auszuziehen. Egal ob Mose, der vor dem brennenden Dornbusch steht, einem Samuel, der die Stimme des Herrn im Tempel hört. Ein Jesaja, der sich völlig unwürdig fühlt, vor dem Herrn zu sein. Oder einem unbekannten Gelähmten, der ehe es sich versieht, vor dem König der Könige steht. Wenn wir ins Neue Testament gehen, dann wird deutlich, dass dort selbst Jesus da eine Art Höhepunkt schafft. Denn Jesus spricht in den Evangelien an so vielen Stellen von etwas, von dem Reich der Himmel. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, nachzuschauen. Alleine Matthäus verwendet Matthäus 33 Mal den Begriff Reich der Himmel. In 14 Stellen kommt in Markus das Reich Gottes vor. Wiederum 31 Stellen in Lukas und nochmal 2 Stellen in Johannes. Jesus spricht so viel vom Reich der Himmel, vom Reich Gottes. Und er macht etwas deutlich, dass etwas noch kommt. Etwas, das noch viel größer sein soll. Seine Perspektive soll sich auf etwas richten und vor allen Dingen die Perspektive der Menschen dort. Jesus lebt, spricht und denkt förmlich Himmel. Wenn Gott so sehr einen Fokus darauf legt, was ist dann dieser Himmel? Was hat es mit diesem Himmel auf sich? Und so möchte ich mich heute mit euch auf eine Reise begeben. Auf eine Reise in den Himmel.
Wie wird der Himmel sein? Wie würdest du einem Blinden einen Sonnenuntergang beschreiben? Wie würdest du einem Blinden einen Sonnenuntergang beschreiben? Schwierig, oder? Ich glaube, der Versuch, die neue Erde zu beschreiben, ist genauso schwierig. Und was die Bibel uns von der neuen Erde erzählt, scheint mir wie ein Schatten vom Licht der himmlischen Realität. Und selbst in unseren schönsten Vorstellungen können wir uns nur schwer vorstellen, was Himmel wirklich bedeutet. Lasst uns doch mal schauen, was die Bibel darüber schreibt. Schlagt mit mir bitte 2. Petrus 3, Vers 13 auf. 2. Petrus 3 und dort Vers 13. Wir warten aber nach seiner Verheißung einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Einen neuen Himmel und eine neue Erde. Wörter, die ihr vielleicht schon mal gehört habt. Und es erinnert uns an etwas, an eine Stelle in der Offenbarung. Ganz am Ende spricht Johannes doch von einer neuen Erde und einem neuen Himmel. Und deswegen gehen wir jetzt auch genau dorthin. Offenbarung 21 und dort Vers 1. Offenbarung 21, Vers 1. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer gibt es nicht mehr. Der Garten Eden wird wiederhergestellt. Gott reinigt die Erde. Johannes verwendet hier einen Begriff, eine neue Erde und einen neuen Himmel. Dieses Wort neu ist im Griechischen das Wort kainos. Und dieses Wort bezeichnet etwas, das in Form und Qualität neu ist. Er macht deutlich, die Erde ist eine erneuerte Erde, die durch Feuer gereinigt wird, die in ihren ursprünglichen Zustand wiederhergestellt wird. Wir gehen weiter. Johannes 21, gleich in Vers 2. Und ich, Johannes, sah eine heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabsteigen, zubereitet wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Wie eine für ihren Mann geschmückte Braut. Ein Bild der Hochzeit. Und Hochzeit ist heute noch immer noch einer der schönsten Momente, die wir so in unserer Gesellschaft uns vorstellen können. Und so darf ich mich glücklich schätzen, vor einigen Monaten, ja sogar genauer gesagt in 2 Wochen, einem Jahr, vor einem Jahr heiraten zu dürfen. Vorbereiten. Wochenlang, monatelang sich darüber Gedanken machen, wie wir diesen Tag verbringen. Die Gäste einladen, Freunde, wen lade ich ein, wen möchte ich an diesem Tag dabei haben? Sich stundenlang damit auseinanderzusetzen, welches Kleid soll es sein? Welcher Anzug ist der beste? Alles für diesen einen Tag. Mühevoll vorbereitet ist dieser Tag irgendwann da. Und dann stehst du vorne, vor der Gemeinde. Die Gemeinde erhebt sich. Und dann kommt da jemand hinein. Aber nicht irgendjemand, da kommt deine Braut hinein. Mit ihrem Vater. Und du siehst, deine Braut. Ich durfte meine Braut sehen. Was für ein Augenblick. Leonie, ich liebe dich. Johannes verwendet Bilder, die uns bekannt sind, in denen wir uns etwas vorstellen können.
Wir gehen weiter und Vers 3. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Jesus kommt. Die heilige Stadt, das neue Jerusalem, kommt auf die Erde. Gott möchte bei seinem Volk wohnen. Warum macht er sowas? Vorhin habe ich euch die Frage gestellt, was ist deine größte Sehnsucht? Und wir haben uns angeschaut, was in der Gesellschaft für Sehnsüchte da sind. Und darunter auch die Tatsache, dass sich immer mehr Leute Sorgen machen müssen, irgendwie ihre Wohnung, ihren Mieten bezahlen zu können. Wohnen ist nicht mehr in allen Regionen selbstverständlich. Und so dürfen wir lesen, wie Gott sich auf den Weg macht, um bei uns zu leben. Und nicht nur das, darüber hinaus sehnt sich diese Welt nach Frieden, nach Harmonie. Und Gott sagt, ihr sollt in Gerechtigkeit wohnen. Dort wird Frieden herrschen. Wir springen weiter in Vers 12. Wir bleiben im gleichen Kapitel, Vers 12. Und sie hat eine große und hohe Mauer und 12 Tore und an den Toren 12 Engel. Und Namen angeschrieben, nämlich die der 12 Stämme der Söhne Israels. Von Osten her drei Tore, von Norden 3 Tore, von Süden 3 Tore, vom Westen 3 Tore. Und die Mauer der Stadt hatte 12 Grundsteine und in ihm waren die Namen der 12 Apostel des Lammes. Und der mit mir redete, hatte ein goldenes Rohr und die Stadt und die Tore und ihre Mauer zu messen. Und die Stadt bildete ein Viereck und ihre Länge ist so groß wie auch ihre Breite. Und er maß die Stadt mit dem Rohr auf 12.000 Stadien. Die Länge und die Breite und die Höhe derselben sind gleich. Dieser Engel, der bei Johannes ist, der misst diese Stadt. 12.000 Stadien mal 12.000 Stadien mal 12.000 Stadien, ein Quadrat. Und wenn wir diese Maße mal auf umrechnen, dann kommen wir da auf eine Länge von 2.200 Kilometer lang, wie breit, wie hoch. Um dafür mal ein Verständnis zu bekommen, das würde bedeuten von Berlin bis nach Madrid. Und das ist nur das Zentrum. Die Hauptstadt, das neue Jerusalem. Platz für alle Menschen. Da ist Platz. Und wenn wir wiederum weiterspringen in Vers 21, und die 12 Tore waren 12 Perlen, jedes der Tore aus einer Perle und die Straße der Stadt waren aus reinem Gold. Wie durchsichtiges Glas. Dein Zuhause ist umgeben von goldenen Straßen, den kostbarsten und schönsten Diamanten und Edelsteinen, die du dir vorstellen kannst. Die Sorge, wie komme ich über die Runden? Wie kann ich mir eine Altersvorsorge aufbauen? Die Sorge nach finanzieller Unabhängigkeit. Scheinen mehr als erfüllt zu sein. Doch wir haben doch irgendwie auch eine Sehnsucht nach, wie heißt das, nach Gesundheit. Immer mehr Menschen schauen nach Maßnahmen, wie kann man ewig leben, wie können wir unser Leben noch länger hinausziehen, wie ist es möglich, mit verjüngenden Produkten uns so lang wie möglich schön zu halten. Die Sehnsucht danach, schön auszusehen und die Möglichkeiten, Operationen und Sonstiges zu nutzen. Wie wird unser Körper dort sein? Wie wird unser Körper einmal sein? Und dafür wollen wir Philipper 3, Vers 20 und 21 aufschlagen.
Philipper 3 und dort Vers 20 und 21. Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Er wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinen eigenen Körper gleich machen, der Gottes Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, das ganze Universum seiner Herrschaft zu unterstellen. Wenn Jesus kommt, passiert etwas auch mit unserer Gesundheit. Aber nicht nur das. In Jesaja 33 und dort Vers 24 heißt es, und kein Einwohner wird sagen, ich bin schwach. Dem Volk, das darin wohnt, wird die Sünde vergeben sein. Wie sehr schmerzt es, zu sehen, wie Geschwister aus unserer Gemeinde, wie Freunde an Krankheit leiden. Diagnose Krebs. Wie sehr zerreißt es ein Herz zu sehen, wenn junge Menschen viel zu früh sterben. Und trotzdem glaube ich, so richtig bewusst, was Leid bedeutet, wird uns erst dann, wenn wir ihn in unseren eigenen vier Wänden erleben. Wenn wir nicht die Türe zumachen können, sondern wir ihn am eigenen Leib erleben. Kein Einwohner wird sagen, ich bin schwach. Es wird der Tag kommen, wo wir all unsere Krankheiten ablegen werden. Die blinden Augen werden geöffnet werden. Diabetes verschwindet. Tinnitus hört auf. Keine Rückenschmerzen, keine Kopfschmerzen, keine Erkältung, kein Fieber, keine Blähungen, keine Depression, keine Regelschmerzen, keine Schlafstörungen, keine Herzattacken, kein Übergewicht, kein Krebs, kein Gips, kein Schmerz, kein Altern mehr, keine Falten mehr, keine Pickel mehr, kein Färben der Haare mehr, keine Pornosucht, kein Ausgeschlossenwerden und Mobbing erleben, kein sich sehnen nach Instagram-Likes und dem Gefangensein in YouTube-Shorts. Sind das nicht gute Nachrichten? Was Gott uns in seinem Wort bewusst machen will, diese Sehnsucht findet Erfüllung. Dieser Wunsch ist nicht einfach so in unserem Herzen. Gott möchte diesen Wunsch stillen. Jetzt mag sich der ein oder andere von euch vielleicht die Frage stellen, ja, ist ja schön und gut, aber es heißt dort von einer Ewigkeit. Also Ewigkeit kann ich mir so gar nicht vorstellen. Wird es mir da nicht irgendwann langweilig? Was machen wir dort? Schlagt mit mir Jesaja 65, Vers 17 auf. Jesaja 65 und dort Vers 17. Denn siehe, ich schaffe einen neuen Himmel und eine neue Erde, sodass man an die früheren nicht mehr gedenkt und sie nicht mehr in den Sinn kommen werden. Wir springen in Vers 21 und 22. Dann leben die Menschen in den Häusern, die sie erbaut haben, und essen die Früchte der Weinberge, die sie gepflanzt haben. Sie werden nicht mehr bauen und ein anderer wohnt darin. Sie werden nicht mehr pflanzen und ein anderer isst. Denn mein Volk wird so lange leben wie die Bäume, und meine Erwählten werden das genießen, was sie erarbeitet haben. Keine Langeweile, keine
langweiligen Jobs, mit denen wir uns versuchen, irgendwie über Wasser zu halten. Nein, das sind Projekte, die kannst du dir selbst ausmalen. Du kannst kreativ werden, du kannst Häuser bauen, du kannst es gestalten, wie deine Kreativität es will. Die Möglichkeit, dort etwas zu machen, etwas zu schaffen, zu verwirklichen und gleichzeitig zu wissen, dass auch dort, was Nahrung anbelangt, für alles gesorgt sein soll und wird. Doch die Bibel spricht auch von anderen lebendigen Wesen, nicht nur von uns Menschen. Und jetzt wollen wir uns doch mal anschauen, wie es dort mit Tieren aussieht. Gibt es dort Tiere? Welche Tiere? Was machen diese Tiere? Schlagt mit mir bitte Jesaja 11 und dort Verse 6 bis 8 auf. Jesaja 11, Verse 6 bis 8. Dann werden der Wolf und das Lamm einträchtig zusammenleben. Der Leopard und die Ziege werden beieinander lagern. Kalb, Löwe und Mastvieh werden Freunde und ein kleiner Junge wird sie hüten. Kuh und Bär werden miteinander weiden. Ihre Jungen werden nebeneinander ruhen. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Vieh. Der Säugling spielt am Schlupfloch der Otter. Ja, ein Kleinkind steckt seine Hand in eine Giftschlangenhöhle. Hast du ein Lieblingstier? Hast du ein Tier, das du vor allen anderen magst? Gibt's da was? Ich möchte dir jemanden vorstellen. Ein Tier. Ich möchte dir Little Tyke vorstellen. Little Tyke ist eine junge Löwin, die es von Tag 1 leider nicht einfach hatte. Kurz nach ihrer Geburt wurde sie von ihrer eigenen Mutter angegriffen und musste von dieser Familie, von ihrer Mutter getrennt werden. Ein Ehepaar hat sich entschieden, diese junge Löwin aufzunehmen. Sie hatte ein großes Gelände, einen großen Hof, und so haben sie sich gesagt, okay, wir wollen diese junge Löwin zu uns nehmen. Und die Ärzte geben ihren Ratschläge und so haben sie die auch befolgt. Und die ersten 3 Monate hieß es, mit der Flasche großziehen. So geben sie dieser jungen Löwin jeden Tag aufs Neue Milch. Und sie frisst und wird größer und stärker. Sie waren in regen Kontakt mit den Ärzten, denn sie kannten sich jetzt nicht so gut aus. Und so haben sie ihnen gesagt, nach 3 Monaten solltet ihr der jungen Löwin, Little Tyke, auch Fleisch zugeben. Ihr sollt ihr die Nahrung geben, sodass sie auch wirklich wachsen kann. Denn diese Nahrung braucht sie, um wirklich auch überleben zu können. Und so machen sie sich die Aufgabe. Sie besorgen die saftigsten Steaks. Sie besorgen alles, was dieser jungen Löwin so schmecken könnte. Und so bringen sie ihr das in das Gehege. Aber Little Tyke rührt es nicht an. Sie verweigert es. Das Ehepaar ist erstaunt und ratlos und so gehen sie wieder zu den Ärzten. Dann sagen sie ihm, okay, probieren Sie es damit. Sie nehmen eine Flasche Milch, das ist sie gewohnt, und tun einen Tropfen Blut hinzu. Gesagt, getan, sie gehen wieder zur jungen Löwin. Was macht die Löwin? Sie verweigert die Milch. Und so tut dieses Ehepaar gegen den Rat der Ärzte diese Löwin mit Milch, Getreide und Eiern großziehen. Und sie wächst und wächst und lebt gesund. Was Little Tyke so bekannt macht, ist, dass auch öffentliche Fernsehsender auf sie aufmerksam wurden. Und so laden sie diese junge Löwin ein. Was sie dort in dieser Fernsehsendung macht, ist, sie hat mehrere wenige Tage alte Küken in ihrem Maul und trägt sie einmal durchs Studio, setzt sie dort ab, schlägt sie ab
und lässt sie in ihrer Mähne spielen. Little Tyke ging als die vegetarische Löwin in die Geschichtsbücher. Und so lade ich dich ein, stell dir vor, einen Bären mal so richtig zu drücken. Stell dir vor, mit Adlern um die Wette zu fliegen oder in die Tiefen des Meeres mit Walen und Delfinen zu tauchen, ohne irgendeine Taucherbrille oder Sonstiges zu brauchen. Gott verspricht Gemeinschaft mit wilden Tieren. Aber nicht nur das, sondern Gott möchte auch ganz besonders, dass wir dort Gemeinschaft mit Menschen haben. So möchte ich mit euch noch Matthäus 8 und dort Vers 11 lesen. Matthäus 8, Vers 11. Ich sage euch aber, viele werden kommen von Osten und vom Westen und werden im Reich der Himmel mit Abraham, Isaak und Jakob zu Tisch sitzen. Wir werden dort Helden der Bibel begegnen. Begegnungen, die bewegen. Und so lade ich dich ein, euch mit mir vorzustellen. Ich gehe durch diese endlosen Straßen. Wunderschön. Und dort begegne ich jemandem. Und ich sehe die Person schon von Weitem. Ich laufe auf sie zu und ich sage ihr, hey, was für ein schöner Tag hier, oder? Ja. Wunderschön. Ich frage ihn, wer bist du eigentlich? Wie heißt du? Und er sagt mir, ich bin Mose. Und ich schaue zweimal hin. Warte mal, du bist der Mose, der die ersten 5 Bücher der Bibel geschrieben hat? Ich habe so viele Fragen an dich. Mose, hattest du keine Angst, als du damals das Meer geteilt hast oder als du vor dem Pharao standst? Und Mose sagt, natürlich, ich bin ein Mensch wie du. Ich hatte Angst, aber ich habe auf Gott vertraut. Ich bin mit ihm gegangen und ich durfte mit ihm Erfahrungen machen. Ich gehe weiter. Und ich sehe jemanden. Hey, wer bist du? Daniel. Was, du bist Daniel? Daniel, weißt du was? So viel haben wir von dir geredet. So oft haben wir von dir gepredigt. Daniel. Aufgrund deiner Prophezeiungen haben sich Menschen zusammengetan, haben sich Leute zu einer Gemeinschaft entwickelt. Daniel, du musst mir so viel erzählen. Aber mich würde interessieren, Daniel, wieso hast du damals das Fenster nicht geschlossen? Warum hast du das Fenster nicht geschlossen, oder? Daniel, wie ging es dir, als du in der Löwengrube warst? Und wir sitzen da und erzählt mir von damals. Und dann darf ich eines Tages Paulus treffen. Ich komme auf Paulus zu. Paulus, wie war es, damals den Gemeinden dort zu predigen, die ja schon wirklich nicht einfach waren? Und Paulus sagt, warte mal, du bist doch einer von denen, die damals zur letzten Zeit gelebt haben. Mich würde viel mehr interessieren, was ihr den Menschen gesagt habt. Wie seid ihr zu den Menschen gekommen? Wie habt ihr ihre Herzen erreicht? Wie haben sie sich für Jesus entschieden? Und er wird von dir wohin geführt werden wollen. Er wird sagen, Ralf, Arthur, Annemarie, stell mir die Menschen vor, die du zu Jesus geführt hast.
Stell mir die Menschen vor, die, an denen du einen großen Anteil hattest, dass sie vom Jesus hören durften. Wenn ich daran denke, dann sind das Momente, die ich unbedingt erleben möchte. Begegnungen, die ich unbedingt machen möchte. Wie geht's dir? Sabbat heute in 7, in 20, in 50 Jahren. Sabbat im Himmel. Jesaja 66, Vers 23 spricht davon: An jedem Sabbat wird sich alles Fleisch einfinden und von mir, um vor mir anzubeten, spricht der Herr. Wir versammeln uns vor dem Thron Gottes. Gott erhebt sich vor seinem Thron. Und ich bin mir ziemlich sicher, die ersten Reihen, die werden alle voll sein. Also ich werde mich in die erste Reihe setzen. Und dann erhebt sich hier Gott und stellt ihn zu seiner Rechten vor. Er stellt Jesus vor. Und Jesus ergreift das Wort. Er hält die Sabbatpredigt. Und Jesus redet darüber, wie sehr er dich liebt. Wie wertvoll du in seinen Augen bist. Wie sehr er sehnsüchtig Jahrhunderte, Jahrtausende darauf gewartet hat, endlich Sabbat von Angesicht zu Angesicht mit dir feiern zu dürfen. Und du wirst dich zum ersten Mal angenommen, geliebt, wie noch nie zuvor in deinem Leben fühlen. Du wirst in deinem Herzen etwas erfahren dürfen, das du zuvor so noch nie erlebt hast. Und wir werfen uns Jesus zu Füßen und wir stimmen ein zu singen: Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ruhm und Ehre und Lob. Der Gottesdienst ist zu Ende. Und wir laufen hinaus. Und plötzlich berührt mich eine Schulter, eine Hand an der Schulter. Philipp, Johannes, Gabriel, hast du Zeit für mich? Was? Jesus, du fragst mich, ob ich Zeit für dich habe? Philipp, ich möchte mit dir heute einen Spaziergang machen. Kommst du mit? Und Jesus zeigt mir die wunderschöne Natur. Er zeigt mir die Blumen am Wegrand, wie er sie für uns geschaffen hat. Er zeigt mir die gefülltesten Bäume mit Früchten. Und er sagt: Philipp, ich wusste doch schon immer, du liebst Himbeeren. Hier, diese Sträucher mit den größten Himbeeren, mit einem Geschmack, den du zuvor noch nie geschmeckt hast. Nimm, iss. Und er fragt mich: Philipp, was kann ich tun, um dich noch glücklicher zu machen? Was kann ich tun, um dich bis in alle Ewigkeit glücklich zu machen? Und ich falle auf meine Knie. Und mir wird bewusst: nichts. Keine Blumen, keine Himbeeren, kein Geld. Nichts will ich so sehr als Gemeinschaft mit dir. Nichts will ich so sehr, als mit dir hier zu sein.
Begegnungen, die bewegen. Ich bin davon überzeugt, dass wenn wir nur einen Moment das erleben dürften, wenn wir nur einen Moment das einmal sehen dürften, wir würden niemals diesen Ort verlassen wollen. Vorhin haben wir festgehalten, was die Sehnsüchte, die Wünsche der Menschen sind, was eure Wünsche sind. Und es wird mehr als deutlich, Gott hat noch viel mehr versprochen. Er will dir noch viel mehr schenken. Ein Wunsch ist per Definition ein Sehnen nach etwas, das man entbehrt, beziehungsweise die Hoffnung auf baldige Hinzufügung von etwas Fehlendem. Und so macht es mir Mut, so macht es mich zuversichtlich. Selbst die noch nicht erfüllten Sehnsüchte dieser Welt, selbst das Leid, das wir leider erfahren müssen, mit Paulus Zuspruch in Römer 8, Vers 18. Ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Der große Kampf ist zu Ende. Sünde und Sünder gibt es nicht mehr. Das ganze Universum ist rein. Eintracht und Freude durchdringen alle Bereiche der unermesslichen Schöpfung. Von dem, der alles schuf, strömen Leben, Licht und Freude durch alle Bereiche des grenzenlosen Raums. Vom kleinsten Atom bis zum größten Weltenkörper verkündigen alle lebendigen und unbelebte Natur in ihrer ungetrübten Schönheit und vollkommenen Freude: Gott ist Liebe. Wann hast du das letzte Mal über den Himmel nachgedacht? Wann hast du das letzte Mal mit deinem Sitznachbarn in der Gemeinde, mit deinem Bruder, mit deiner Familie über deine größte Sehnsucht im Himmel gesprochen? Wann hast du dich mit dieser Hoffnung, mit diesem Versprechen Gottes das letzte Mal auseinandergesetzt? Vielleicht hast du es noch nie getan. Vielleicht hast du dich noch nie gefragt, was kommt eigentlich danach? Freunde, Jesus bereitet gerade eine Wohnung für dich vor. Für dich allein. Niemand außer dir kann diese Wohnung füllen. Gott möchte dich dort sehen. Gott hat sich schon immer danach gesehnt, diesen Moment mit dir dort zu erleben. Er hätte es für dich getan. Möchtest du auch? Wenn dein Herz heute Morgen brennt, wenn du dich danach sehnst, heute aufs Neue zu sagen, ja, das ist das, was ich möchte. Das ist die Sehnsucht, die in meinem Herzen brennt. Ich möchte genau diesen Moment dort erleben dürfen. Dann lade ich dich ein. Triff die Entscheidung heute aufs Neue und steh auf. Ich lade dich ein, zu sagen, ja, Herr, ich möchte auch, ich möchte dort bei dir sein. Diese Sehnsucht in meinem Herzen kannst nur du allein stillen. Gott ist Liebe. Heaven is a wonderful place. Lass uns beten. Großer himmlischer Vater, was für ein Vorrecht ist es, dich kennen zu dürfen. Was für ein Vorrecht ist es, in deinen Vorhöfen verweilen zu dürfen. Herr, du sprichst vom Reich der Himmel. Du möchtest in uns eine Sehnsucht wecken,
die noch viel größer ist, die nach etwas lechzt, das nur du füllen kannst. Herr, wir möchten bei dir sein. Nirgendwo anders als bei dir. Führe uns und leite uns in diesen Wegen, in dem Leid, in den Schwierigkeiten, in den Momenten, wo wir dich vielleicht auch mit dem Rücken, dir den Rücken kehren. Herr, du gehst uns nach. Herr, du bist Liebe. Amen. Ja, also ich habe ja nicht geplant oder damit gerechnet, dass ich eines Tages hier in Bogenhofen unterrichte. Vor 20 Jahren kam ich selbst hierher, um Theologie zu studieren. Ich hatte damals bereits ein abgeschlossenes Studium. Ich war und bin es ja nach wie vor Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik. Ich kam nach Bogenhofen, weil ich ein Berufungserlebnis hatte. Das begann schon während ich Elektrotechnik studierte. Mich faszinierte immer mehr die Bibel und ich las und studierte mehr dieses Buch, die Bibel, und kümmerte mich kaum noch um die Vorlesungen, gerade da, wo es in Mathe dann um Flächenintegrale oder Vektorgeometrie ging. Das war für mich dann eher schon herausfordernd. Und doch zu meinem Erstaunen bestand ich alle Prüfungen. Ich bekam sogar einen Praktikumsplatz bei Siemens in Amerika. Und ich machte meinen Abschluss mit Auszeichnung und fand auch einen guten Job als Programmierer von Automatisierungstechnikanlagen. Wahrscheinlich würde ich jetzt heute irgendwo in dieser Branche arbeiten und gutes Geld verdienen, wenn Gott mich nicht deutlich gerufen hätte. Ich hörte sowas wie eine Stimme, eher ein Gedanke, ob Gott mich vielleicht Vollzeit in seinem Werk gebrauchen möchte. Und dann engagierte ich mich ehrenamtlich in den Gemeinden. Ich probierte es einfach mal aus. Ich besuchte die Gemeindeglieder. Ich predigte in den Gemeinden. Ich engagierte mich in der Jugendarbeit. Aber diesen Gedanken Vollzeit bekam ich nicht los. Und als ich dann eines Tages auf einer Kläranlage stand und dort Software- und Hardware-Probleme löste, da kam einmal dieser Gedanke sehr deutlich durch und ich fragte mich, würde ich jetzt meine Gaben und Fähigkeiten als Pastor einsetzen? Dann hätte ich ja auch mit Problemen zu tun, die oft unlösbar sind. Aber es gibt einen wichtigen Unterschied. Maschinen kommen nicht in den Himmel, Menschen schon. So begann für mich vor 20 Jahren eine Wende. Das Theologiestudium hat mich hier fasziniert und herausgefordert und auch nachhaltig meinen Glauben geprägt. Nun liegen etwas mehr als 15 Jahre praktische Erfahrung als Pastor in Österreich hinter mir und eine neue und schöne und spannende Aufgabe vor mir. Ich darf hier in Bogenhofen unterrichten. Was mich damals geprägt und verändert hat, meine praktischen Erfahrungen, auch die Faszination unserer Adventgeschichte und vieles mehr, möchte ich den angehenden Pastoren und Pastorinnen so gut wie möglich weitergeben. Die Ernte ist groß, aber es fehlen die Arbeiter. Und ich weiß, dass Gott Arbeiter in seine Ernte senden möchte, Männer und Frauen. Und dass das in Zukunft auch weiterhin möglich ist, da brauchen wir dich, denn du kannst den Unterschied machen.